Eine lebendige und freundliche Atmosphäre, die zum Stöbern einlädt. Preiswerte Raritäten für einen guten Zweck. Unter diesem Motto steht der 58. Pfennigbazar des deutsch-amerikanischen und internationalen Frauenclubs, welcher vom 15. bis 17. März in der Veranstaltungshalle der Gartenschau in Kaiserslautern stattfand. Natürlich wollte der offene Kanal mehr darüber erfahren und nutzte die Gelegenheit, um einmal direkt mit den Veranstalterinnen zu sprechen. Erst einmal, ich bin die Präsidentin vom Verband der deutsch-amerikanischen Clubs. Mein Name ist Sigrid Behn-Gedewart. Ich bin heute Morgen aus Bamberg hierher gekommen, um bei der Bazareröffnung dabei zu sein und auch wieder einmal zu erzählen, was der Verband eigentlich tut. Der Verband, den gibt es seit über 70 Jahren, wurde kurz nach Kriegsende gegründet, damit sich Deutsche und Amerikaner wieder versöhnen konnten. Das waren dann so kleine Gruppen. Erst waren es nur Männer im ersten Jahr, das die Offiziere von der einen und von der anderen Seite. Und dann haben die Frauen, sage ich jetzt mal, das Regiment übernommen. Es gibt also mehr Frauenclubs als Herrenclubs in Deutschland. Wir haben mittlerweile 22 Clubs, die dem Verband angehören. Und wir haben den Verband deswegen, weil er für die Organisation der Jugend- und Studentenaustausche zuständig ist. Also jeder, der interessiert ist, die deutsch-amerikanische Freundschaft zu fördern, der kann in einem Club, der in der Nähe ist, der vor Ort ist, sich melden, mit dem Vorstand reden und kann eintreten, wenn er möchte. Es kann auch jeder Club eintreten, der muss nicht deutsch-amerikanisch heißen. Aber wenn er sagt, wir stehen für die deutsch-amerikanische Freundschaft, dann kann er auch als Club aufgenommen werden, wenn er unsere Satzungen entspricht. Wir hatten also vor einigen Jahren, 3, 4 Jahre ist es her, da haben bei uns die jungen Transatlantiker sich gemeldet, dass sie gerne bei uns Mitglied werden würden im Verband und haben dann sich vorgestellt und ihr Konzept vorgestellt und uns damit überzeugt, dass sie Mitglied des Verbandes werden können. Also es geht bei uns vom Verband aus, geht es nur darum, wer unterstützt die deutsch-amerikanische Freundschaft. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld sie da reinstecken als Spende. Das Einzige ist, jeder Club muss für sein Mitglied einen Jahresbeitrag leisten. Ich bin die Christine Schneider, ich bin die Präsidentin des lokalen Clubs, des deutsch-amerikanischen internationalen Frauenclubs Kaiserslautern. Also alles, was man hier sieht, das sind ausschließlich Spenden aus der Bevölkerung. Und das heißt also, wir sind auch ganz streng, wenn es um die Vergabe von den Geldern geht, weil wir unterstützen lediglich regionale und lokal ansässige Projekte. Natürlich unterstützen wir auch jedes Jahr die Föderation, also den Verband, weil das ist auch die größte privat organisierte Organisation des Studentenaustauschs zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland. Und hinter dieser Sache stehen wir natürlich und unterstützen das. Es ist so, dass wir gucken, dass alles nochmal verwertet wird. Natürlich gibt es auch Dinge, die kaputt sind, ja, die müssen wir entsorgen, ist ganz klar. Ja. In diesem Jahr hatten wir über 150 Helfer und Helferinnen. Das sind oftmals Personen, die in Organisationen tätig sind, die wir unterstützen. Also man kann bei uns Anträge stellen über eine gewisse Summe, um ein Projekt zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Und dann ist es natürlich immer hilfreich, wenn diese Organisation uns auch unterstützt, sei es mit Spenden oder auch Kuchenspenden oder aber natürlich mit ehrenamtlicher Arbeit. Denn der Club an sich, also Frau Behn-Gedewart hat es erwähnt, wir haben uns vor über 60 Jahren gegründet. Und das bedeutet natürlich, dass noch einige der anfangs tätigen Mitglieder inzwischen in den 80ern sind. Und dann brauchen wir natürlich auch sehr viel Unterstützung, sag ich mal, und Hilfe von jungen, dynamischen und tatkräftigen Personen. Und da sind wir natürlich froh um jede helfende Hand, ja? Egal wo die herkommt. Es ist mir natürlich als Präsidentin des deutsch-amerikanischen Clubs, und ich denke, ich spreche auch für Frau Behn-Gedewart,
geht es mir um die deutsch-amerikanische, um die transatlantische Freundschaft. Und ich denke, gerade in der jetzigen Zeit ist es umso wichtiger, dass wir uns also firmieren und dass wir sagen, diese Freundschaft, die natürlich jahrzehntelang gewachsen ist, die ist stark und auch wenn die politischen, sag ich mal, Ereignisse der vergangenen 24 Monaten vielleicht nicht so positiv gesehen werden, sind wir aber hier auf der Basis, also der Überzeugung, dass wir ohne transatlantische Freundschaft sehr wenig bewegen können. Und ja, wir halten uns also von Politik, muss ich gleich dazu sagen, das ist bei uns außen vor. Das ist also von vornherein, steht auch in unserer Satzung drin vom Verband, dass wir uns nicht politisch engagieren. Weil das immer irgendwo zu Konflikten führen kann, sogar teilweise zu Konflikten führen muss. Wenn wir aber auf unserer Ebene bleiben, dass wir sagen, wir sehen es als sehr wichtig an, wie sie schon gesagt hat, dass die transatlantische Freundschaft bestehen bleibt, die ja von der amerikanischen Seite aus initiiert wurde, damals vor über 70 Jahren. Denn wenn die Amerikaner uns nicht unter die Arme gegriffen hätten mit Marshallplan und ähnlichen Dingen, dann weiß ich nicht, wie es uns ginge. Dann würde ich sagen, kann man mal zu anderen europäischen Ländern gucken, denen es also wirklich wesentlich schlechter geht als uns. Aber eben nur uns geht es gut, weil wir diese Anschubhilfe hatten. Und das ist also ein kleines bisschen, was wir vom Verband aus sagen, immer wieder geben wollen, ist, junge Menschen, Studenten und Jugendliche ja, zu informieren bzw. vor Ort zu sehen, wie ist es denn da? Gerne. Nach unserem Dreh erstanden wir selbst noch ein, zwei Dinge, um die Idee zu unterstützen und selbst ein kleines Andenken an diesen Tag mitzunehmen. Wir hoffen, dass dieses Jahr genügend Spenden zusammenkamen und dass diese Veranstaltung zukünftig immer größeren Andrang findet.